Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wir spielen heute eine neue Waffe in Call of Duty Modern Warfare und zwar die ISO. Die ISO gibt es ja jetzt seit Season 5, ist ab Stufe 15 Battle Pass freischaltbar und ist wie gesagt ein MP, Maschinengewehr, whatever und lässt sich auch extrem gut zocken. Ich habe sie schon auf der Master gezockt, dafür gibt es auch gleich eine beste Klasse, eine Montage, whatever. Alles in einem Video, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit gelassen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ist auch ein bisschen länger geworden das Video. Und ich hoffe, euch gefällt es. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt dann gerne eure Meinung zu der Waffe in die Kommentare rein. Und lasst gerne ein kostenloses Abo da, Freunde. Würde mich sehr unterstützen und auch sehr freuen. Und jetzt springen wir rein ins Video. Viel Spaß und let's go. Ich verstehe den Unterschied zwischen runterladen und installieren nicht. Gibt's den? Ich habe das Spiel installiert. Ich habe das Spiel heruntergeladen. Ist doch völlig dasselbe, oder? Oder bin ich gerade komplett dumm? Ja. Wie bereit zum Installieren? Was wollen die von mir? Ja. Hä? Wir sind drin? Ich habe gerade noch gesehen, wir haben 600 COD-Points auf der Uhr. Komm, dann können wir mal direkt die Spektrum-Mektrum-Tarnung mitnehmen hier für die M4 aus Ghosts. Nehmen wir mit. Lachs, katschin. Wir sind da, Freunde. Was ist die denn? ISO. Digga, ist auch ein Name, ne? Guck mal, wie klein die ist. Digga, die Fennec ist ja dagegen noch riesig. Die ISO. Maschallah, wie süß. Ding ist halt, wir haben jetzt 8.26 Uhr, ich werde gegen die schlimmsten Leute spielen. Also jetzt ist Skibis Magic. Oh mein Gott, guck dir die Lobby an. Jeder spielt den Typen. Digga, bin ich am Strand oder was? Oder warum läuft der mit Brille hier rum? Visier ist. Boah, ja, schwieriges Thema. 20 Schuss, das war's mal wieder, Freunde. Die Waffe ist dann auch mal wieder out of order. 20 Schuss, Digga. Also da kriege ich schon wieder einen Hals, ne? Oh, nein, boah, der hat ihn auf den Döns gehauen. 3 MPs rausgehauen, das ist die dritte MP, die unter 30 Schuss hat. Ich krieg eine Macke, das kannst du niemandem erzählen. Guck mal, du kannst einen Kill machen und dann musst du nachladen. Magazinerwartung ist wieder also ein absoluter Pflichtaufsatz. Und deswegen wird die Waffe wahrscheinlich nicht stärker sein als eine MP5 oder MP7. Auch wenn sie bis jetzt einen ganz guten Eindruck macht, ist die Munitionskapazität auf jeden Fall wieder komplett los. Und ich sag's euch, wie es ist. Boah, schade. Uiuiui. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Fettfingert. Digga, Teammate, was machst du denn da? Ach, Digga, die ISO, Alter. Ich muss auch wieder voll bekloppt vor, wenn du das in den Titel schreibst, ne? Neue MP ISO. Der ist doch kein Name. Du kriegst doch nicht mal Angst vor, wenn du den Waffennamen hörst. Was ist denn die ISO? Guck mal, wie schnell die auch leer geht, ne? Weißt du, früher, so weiß ich nicht, so Scar und so weiter, auf einmal ISO. Ich spiele die ISO. Die ISO Light, bitte. Mit auch irgendwie so ein Softdrink, ne? Geht's hier hin? Ja, perfekt. Camper-Ecke. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Allrounder. So eine MP5 auf Wish. Oh Gott, oh Gott. Eine weniger Magazin, schlechteres Fadenkreuz, also Visier. Ich weiß nicht, Freunde. Wie gesagt, die Waffe noch auf komplett Max-Level spielen. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch eine beste Klasse zu der Waffe. Ne, ganz klar, da bin ich auf jeden Fall da. Deswegen lasst auch gerne ein Abo da auf dem Kanal. Und ja, dann passt das schon, denke ich mal, ne? Jo, fast gestorben. Ah, perfekt. Oh Gott. High Quality Gameplay bei Paco. Man kennt ihn. Oh, zieh doch mal bitte ab. Danke. Der muss wirklich nach jedem Kill nachladen. Ne? Das... Oh, ja, natürlich. Ich betäube meine Sinne. Oh Gott, okay, das war nice. Oh Gott. Oh. So. Zack. Boah, die Waffe hat auf jeden Fall einen sehr stabilen Schaden, muss man an der Stelle sagen. Morgen. Kriegst du die? Du musst immer nachladen, ne? Immer nachladen, Digga. Boah, Digga. Also wirklich, du kannst maximal gefühlt nur einen Kill machen mit der Waffe. Oh, Digga. Ja, was machen wir jetzt? Hat jemand die Waffe? Was hast du denn? Karte. Okay, 100er Prezi. Aber muss sagen, mit Kommandofeuerung hat die gefühlt keinen Rückstoß, die Waffe, ne? Wieder Magazinkapazität lässt auch zu wünschen übrig, ne? Moin! Auf der Hüfte scheint es auch in Ordnung zu sein. So spielen wir Warfare. Er spielt sogar noch Fährtenleser, ne? Schmutz. Von der Skala 1 bis 10, wie sauer bin ich? 14. Warum? Darum. Boah. Komm. Ui. Ich muss hier weg. Jetzt gibt es das beste Klassen-Setup zu der ISO. Wir starten hier rein beim Lauf. Hier habe ich den FS-Revolutionslauf drauf. Vorteile hier:
effektive Reichweite, Kugelschnelligkeit und Rückschusskontrolle. Machen wir dann weiter mit dem Visier, GI Mini Rotpunktvisier. Finde ich auf jeden Fall das beste Visier in Modern Warfare. Dann beim Griff das F-Tech Elite ISO Griffband. ZV-Geschwindigkeit geht nach oben und Sprint zum Feuerntempo. Dann im Pflichtaufsatz 50er Tommelmagazin, muss einfach drauf sein. Und beim Unterlauf den Kommando-Vordergriff. Ihr könnt aber auch den Söldner-Vordergriff nehmen, falls ihr bessere Präzision aus der Hüfte haben wollt. Aber wie gesagt, ich finde den Kommando-Vordergriff auf jeden Fall völlig ausreichend. So, ich habe einmal nachgeschaut, wegen der ISO und also im privaten Spiel. Und sie hat wirklich eine Magazinkapazität von einmal 30 Schuss und ein Tommelmagazin von 50 Schuss. Dankeschön, sehr freundlich. Okay, nice. Oh Gott, letzte Kugel. Dankeschön. Wurde verschont. Oh nein, nein, die Waffe ist so schnell leer. Dankeschön. Ah, mein kleiner Freund. Alter, 20er Magazin, ganz, ganz schwieriges Thema hier gerade, ne? Ganz, ganz schwieriges Thema. Wir müssen wirklich nach jedem Kill nachladen. Der ist absolut zu stark. Die wird schon wieder gepatcht. Die ist jetzt schon. Alter, also die MP hat auf jeden Fall. Alles klar, mein Team dreht komplett am Rad. So einen krassen Schaden. Noch mein Team gerade. Steep, Bro, Steep. Steep, Bro. Digga, er ist es einfach. Was spielt er für eine Waffe? Bison. Digga, dein Setup. Will ich haben. Okay. Okay, er hatte Bock. Mehr oder weniger. Okay, nice. Rennen wir für Faxen, Digga. Oh, komm. Jawohl, jawohl. Ich mich freue, ne? Boah. Ist du nicht für Faxen? Nerv nicht. Boah, nice one. Nein, er nicht da. Och nein, er hat Kunde 1 plus. Ich dachte, er wäre tot, weil ich seinen Namen nicht gesehen habe. Danke, Infinity Ward, für diesen super Bug. Ich habe einfach seinen Dienstgrad nicht gesehen. Dein Name. Und der Spawn ist zu jeder fantastisch. Die Map ist ja nicht groß genug. Oh, komm bitte. Oh, juhu, das war so knapp. Oh, gelandet. Wir joinen natürlich mal rein ins Verliererteam. Jawohl, da sind wir dabei. Das ist doch prima. Geil, hab Bock drauf. Aber wir haben wieder ein paar neue Outfits dabei. Wir haben ein neues Visier dabei. Wir haben einen Lauf drauf und ein Dings drauf. Okay. Oh, was? Nee. Das ist gerade. Nein. Oh, Digga. Also, das ist wirklich eine Kurswaffe, ne? Die M19. Gute Preise, ne? Oh, Digga, M19, ne? Also, wer den Clip noch aus Warzone kennt, Digga, also, das ist eine Waffe, die muss in die Geschichtsbücher eingehen. Diese Waffe ist auch underrated, sein Urgroßopa, ne? Ja, einfach underrated, sein Vater. Das gibt's nicht, ich krieg keinen Gegner ab. Nein, nein, ich bin tot. Eins auf Victor, ich sterb einfach wegen der Zeit. Ich hasse aufgeputscht, nein! Oh, das war wieder close, ne? Meine Nase kitzelt. We'll be right back.
Freunde, wir spielen jetzt also die neue Karte Livestock. Das ist eine 2 vs 2 bzw. 3 vs 3 Map. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ist Farmland, aber wie gesagt, eine umgebaute Map. Also wirklich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und hier kann man echt gut die Waffen leveln und so weiter und so fort. Wie gesagt, nochmal danke für den Stream gestern Abend, dass da die Leute erschienen sind und ein bisschen Watchtime gegönnt haben und auch supportet haben, ganz klar. Ich muss auch an der Stelle sagen, war gestern ein bisschen schwierig mit den Streams, weil Modern Warfare zu streamen und das dann nach einem halben Jahr ist mir nicht leicht gefallen worden, muss ich an der Stelle wirklich zugeben. Ich war gestern wirklich da ein bisschen mad, ne, weil die Lobbys sind auch so krass verschwitzt waren und so weiter und so fort. Also es war nicht mehr feierlich so. Und deswegen habe ich gedacht, okay, streamst das einmal noch und dann ist auch gut. Also wie gesagt, es gibt noch Streams in nächster Zeit. Ich habe Modern Warfare 2 die Remastered-Kampagne geplant. Dann habe ich auch noch Black Ops 4 wieder geplant, für allgemein noch ältere CODs zu streamen. Aber Modern Warfare-Videos werden auf jeden Fall weiterhin kommen. Da habe ich heute auch Bock drauf, ganz klar. Aber du willst natürlich auch unterhalten in deinen Streams. Du willst natürlich auch in irgendeiner gewissen Hinsicht auch gutes Gameplay liefern. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn, ja, es gibt das Matchmaking halt kickt, dann ist das halt sehr, sehr schwierig umzusetzen. Weißt du, wie ich meine? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Lustige. Livestock finde ich besser als beide 6 vs 6 Karten, ne? Also das ist schon echt lustig so. Die Karte ist wirklich cool, muss ich sagen. Also, macht wirklich Laune. Ich muss noch ein paar Worte verlieren über die Waffe. Die macht auch auf jeden Fall ends Spaß, ey. Also wenn man jetzt natürlich die Waffe gelevelt hat. Ihr seht es hier, Freunde, ich habe jetzt ein 50er Magazin. Und das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Und so will ich jetzt die Waffe auch spielen, so wisst ihr, wie ich meine. Boah, Digga. Ganz, ganz knappe Kiste hier. Nein, oder ab, oh, distanzieren sie sich umgehend. Ja, Digga, woher wusste er denn, dass ich jetzt das Ding hier werfe? Also, dass ich hier komme. Versprecherverbrecher seit Opus Opa? Wo? Oh, Stress. Zu viel Stress. Das sind Gegner, scheiße. Oh, ist eine gute. Oh, nein! Er kann mir einfach im Sprint ein Dings geben, Vollstrecker, ne? Hä, wie los ist das denn, Digga? Ja klar, moin Meister, jetzt stirb doch endlich! Du dumme Sau! Meine Fresse, hockt da eine Stunde in der Scheune rum und spielt den Amomel rum. Du kleiner Eukalyptus, Alter, kann's doch nicht sein. So, jetzt sind wir da, Freunde. Wir sind heiß, wir haben Bock. Komm her, ja, blöde Sau, mit Tonstelle hier. Freunde, wir haben 47 Kills gemacht. Also man kann richtig gut die Waffen hochboosten, eine Doppel-Waffen-EP draufklatschen und kann man richtig gut auf Aufgaben gehen, die man normalerweise ja nicht gerne machen würde, zum Beispiel Produktkill oder aus der Hüfte. Kann man hier richtig gut machen, also kann ich euch sehr gut empfehlen. Ja, Freunde, dieses hier nimmt natürlich wieder ein bisschen mehr Arbeit auf sich. Also ich habe jetzt mittlerweile der dritte Aufnahmetag, wo ich wirklich hier an einem Video ranhocke. Und wir schauen uns die gute Waffe an. Hier ist ja, Freunde, die ISO auf Damaskus, Freunde. Man kann ja auch Steuerkreuz links gedrückt halten, die Waffe inspizieren, nicht anschauen. Sieht todesheftig aus, Freunde. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Ründchen, weil ich glaube, das Video wird sonst zu lang. Ne? Und wir schauen mal rein, was hier noch so geht. Oh, guten Morgen. Na, lol, der Geist kapiert. Oh, du auch nicht. Hä? Null? Null? Zwei Garten folgt der Start. Warum? Na, du liebes Lieschen. Heute gibt es mal ein Video, was, also, hier ist einfach alles in einem drin, ne? Beste Klasse, dann Damaskus und wie gesagt, neue Waffe halt. Das ist also wirklich ein All-Inclusive-Paket rund um die ISO-OSI. Deswegen, Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Video. Oh, Digga, stirbt doch! Oh! So, Dankeschön dafür. Ich hoffe nicht, dass da jetzt einer rumcampt. Das ist so eine beliebte Camper-Position hier. Warum auch immer. Boah. Also dieses Klassen-Setup ist ganz, ganz klar das Beste, was es gibt. Für die ISO. Ganz, ganz klar, Freunde. Ja, es ist zu warm, Freunde. Ich nehme gerade bei 32 Grad hier auf. Deswegen entschuldige mich, wenn ich hier wieder gerade ein bisschen verballert bin. Obwohl, kennt er mich gar nicht anders, glaube ich. Deswegen schon mal so viel dazu.
Also sagen, Freunde, Gameplay läuft gerade eigentlich relativ gut, aber ich will mir das, wie gesagt, nicht herbeischwören. Hinfort mit dir, mein Freund. Wo, Digga? Wo? Sprich mit mir. Nein, 1 zu 4 Zoll. Warum, Digga? Warum? Ja, wie kann man so lost sein, Alter? Erstmal die Kilo spielen, Warzone-Klasse hier und in der Ecke sitzen. Oh, komm mal her, Minion. Ja, Wolski, 40 Meter Fernkampf. Das andere. Boah, schönes Ding. So, was? Einfach so ein Toast. Uiuiuiui. Okay, so muss das. Oh, und 7-2-5 wieder mal. Ich krieg zu viel. And I go back. Niggas tryna flex.